Sie selbst hier, also das heißt die Mitglieder des Judenrates, sind vom Tragen des gelben Sternes befreit. Wenn meine Befehle diszipliniert und ordnungsgemäß durchgeführt werden, werde ich die Juden vor jedem Eingriff von anderer Seite schützen. Ich bin kein Freund von Gewalt, das bin ich nicht. Aber diese Leute sind ansprechbar. Alle Parolen von Widerstand oder sogar Ketten sind sinnlos. Verhandeln müssen wir. Alles dran setzen, uns freizukaufen. Nennen Sie Zahlen. Wir dachten vielleicht vorerst an 1.000 bis 2.000 Personen. Das wäre aber das höchste der Gefühle. Und, naja, pro Jude $1.000, das wäre die Grundlage. Ja, ja. Darüber können wir reden. $1.000, 100.000 Schweizer Franken, 500 englische und hier 700 ägyptische Pfund, dazu 50 schwedische Kronen. Hier haben wir 1680 Gramm Bruchgold, 18.860 Gramm Fassongold zu 18 bis 42 karatig. Weiter dann 2000 Napoleons, 500 englische Goldpfundmedaillen, 214 ungarische 10 Kronen Goldstücke, 755,4 Gramm Platin, 26 Gold- und Platinuhren, 188 größere und 37 kleinere Brillanten. Hier noch Wertpapiere im Betrag von 285.900 Pengel und ungarische Banknoten, das sind 13,5 Millionen Pengel.